Sie nicht mit mir? Ich habe vorher auch nicht mit Ihnen geredet. Warum eigentlich nicht? Das sollten Sie lieber nicht fragen. Ich frage aber. Meine Kollegen und ich, wir haben Kinder. Und da hört's auf. Ich habe gestanden, ich bin verurteilt worden und jetzt komme ich auf Bewährung raus. Glauben Sie nicht, dass das damit erledigt ist? Wir leben in einem Rechtsstaat. Für das Kind wird das nie aufhören und für die Menschen drumherum auch nicht. Ich bin's. Nein, er ist gerade rausgekommen. Und was willst du jetzt tun? Ja, natürlich will ich wissen, wo er bleibt. Schon allein wegen der 20.000 Mark, die er noch zahlen muss. Du hast kein Recht, mich zu beschimpfen. Ich hab dich nicht beschimpft, aber ich habe unseren Eltern versprochen, auf dich aufzupassen. Ich muss jetzt aufhören. Eckart? Warum bin ich eigentlich nicht verhört worden, vor Gericht? Weil er sowieso schon alles zugegeben hat. Kommt Olaf wieder hierher? Wie kommst du denn darauf? Der Richter hat ihm verboten, jemals wieder unsere Wohnung zu betreten. Dann hast du ja keinen Freund mehr. Er darf überhaupt nie wieder in deine Nähe kommen. Schön wird das. Wann muss ich denn wieder in die Schule? Sie haben dir noch eine Woche dazugegeben. Aber eigentlich möchte ich lieber nicht in eine andere Schule kommen. In meiner Klasse wissen das alle. Darüber reden wir noch. Ist sie da? Wo soll sie denn sonst sein? Wir hätten uns nicht scheiden lassen sollen. Bitte fang jetzt nicht davon an. Ich weiß nur, dass ich Schuld habe. Das ist eh schon schlimm genug. Warst du bei der Urteilsverkündung? Hinten in der letzten Reihe. Er hat es nicht geschafft, mich anzusehen. Ist auch besser so.
Das Urteil ist eine Katastrophe. Ja. Weißt du, ich will wieder an Gott glauben, nur weil ich will, dass er in die Hölle kommt. Da kommt er ganz bestimmt hin. Lina? Ja? Starren Sie mich so an. Ich starre Sie nicht an. Zimmer 43, da hinten. Ich möchte keine Telefonate aufs Zimmer durchgestellt haben. Da ist kein Telefon auf dem Zimmer. Kann ich mal telefonieren? Ich denke, Sie machen sich nichts aus Telefon. Alleine. Ja, Lina Veit hier. Wer hat denn angerufen? Der hat einfach aufgelegt. Lina, kannst du uns noch einen Moment alleine lassen? Dass ich immer alleine bin, fragt wohl keiner. Du bist nicht alleine. Du bist ja auch nicht mehr da. Lina, jetzt sei nicht ungerecht. Am liebsten würde ich mir andere Eltern suchen. Ich bin noch nicht fertig. Ich werde Ihnen ein Telefon aufs Zimmer stellen. Das werden Sie nicht tun. Wie soll es jetzt weitergehen? Das weiß ich nicht. Jutta, ich frage dich, wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Die neue Rechtschreibung lerne ich nie. Ja, dann geh doch noch nebenan auf den Computer. Vielleicht kann der die schon. Der Alte bestimmt nicht. Ja, Richter hier, Apparat Chris. Mhm. Oh, Moment, Moment, ich muss mitschreiben. Ja, ja. Nein, nein, Sie sind hier richtig. Wir kümmern uns drum. Mhm. Okay. Das waren die Kollegen vom Revier 12. Ein gewisser Olaf Petran fühlt sich bedroht. Akademiestraße 72, da in der Pension. Das ist aber nicht dein Ernst. Das ist doch der.
Und da wundert er sich. Wieso ist denn der draußen? Na, auf Bewährung. Wenn die Zeitungen rauskommen heute Abend, dann wird es einen Aufstand geben wegen des Urteils. Die Kollegen haben angerufen, weil es beim Prozess schon Morddrohungen gegeben hat. Kriegt jetzt auch der Richter auf den Hals. Bei dem Urteil? Wieso eigentlich wir? Weil wir Bereitschaft haben. Hast du Gerd und Axel schon nach Hause geschickt? Nee, habe ich nicht. Die bieten gerade einem Herrn Petran Polizeischutz an. Du weißt, wer das ist. Na klar weiß ich das. Und wie kommen wir dazu? Weil weder unser Denken noch unser Handeln irgendeine Form von Lynchjustiz zulässt. So einfach ist das? Ja, so einfach ist das. Bei Ihnen ein Herr Petran abgestiegen. Ja, warum? Na, dem würde ich gern sprechen. Zimmer 43, da hinten. Vielleicht sollten Sie das ein bisschen leiser hören, oder? Ist ja sowieso keiner da, außer dem Kinderschänder. Ja, gleich. Hast du wieder keinen Schlüssel dabei? Hallo. Ich bin von der Polizei. Ich möchte deine Mutter sprechen. Darf ich reinkommen? Meine Mutter kommt gleich. Hm. Ja, wie heißt denn du? Lina. Und du? Axel. Meinst du, der Name passt zu dir? Findest du, Bimbo würde besser zu mir passen? Wer sind Sie denn? Sag mal, wie oft soll ich dir sagen, du sollst keine Fremden in die Wohnung lassen? Entschuldigung, Kriminalpolizei. Lässt uns mal allein. Oh Mann. Ihr Ex-Freund fühlt sich bedroht. Ich will das nur mal sagen, das Urteil ist rechtskräftig. Ob Ihnen oder uns das nun gefällt oder nicht. Ich war das. Was waren Sie? Ich bin ihm gefolgt. Ich hab dir gleich gesagt, das ist nicht gut. Warum sind Sie ihm gefolgt? Wir wollten wissen, wo er abbleibt. Er ist zu einer Geldzahlung von 20.000 Mark verurteilt worden. Und eine Therapie muss er auch machen. Ja, dazu müssen Sie aber nicht wissen, wo er sich jetzt aufhält. Ja, das wissen wir. Kann ich jetzt wieder rauskommen? Warum, glauben Sie, habe ich mich hierher verkrochen? Warum, glauben Sie, möchte ich hier kein Telefon? Ich möchte am liebsten im Erdboden versinken. Können Sie mich nicht verstehen? Nicht das, was Sie getan haben. Auch nicht, wenn ich gestanden habe und wenn ich das alles zutiefst bereue. Rufen Sie uns an, wenn was ist. Ich möchte keinen Polizeischutz. Ich möchte überhaupt nichts mehr. Ich will meine Ruhe haben. Ich weiß nicht, ob das gehen wird. Wiedersehen. Also, wenn du jetzt auf die Uhr guckst, dann werde ich zum Tier. Na, und?
Eimer Zeitung. Eimer belegte Brötchen, Kaffee mache ich gleich. Ja, musst du lesen. Muss ich nicht. Ich weiß, was da drin steht. Die fangen jetzt an, die Urteile von Richter Dahlgren aufzulisten. Eigentlich gilt der doch als Scharfmacher. Gerd, verbind mich doch mal bitte mit dem, na, wie heißt der? Petran. Petran. Der hat kein Telefon auf dem Zimmer. Ich möchte ihn aber trotzdem sprechen. Was willst du denn von dem? Ja, Heimann, Kriminalpolizei. Ich möchte bitte Herrn Petran sprechen. Ich weiß, dass er kein Telefon auf dem Zimmer hat. Genau, dann müssen Sie ihn holen. Ich denke, der will keinen Polizeischutz. Haben Sie mal die Zeitungen gelesen? Ich will denn wieder los sein, und zwar ziemlich plötzlich. Wollen Sie ihn haben? Ich schenke Ihnen den. Die kannst du behalten. Leo liest heute keine Zeitung. Na dann nicht. Morgen Leo. Warum nicht? Weil wir genug davon haben. Nein, nein, wir kommen sofort. Den Petran hat heute Nacht einer umgebracht. Warum sagt denn keiner was? Weil ihr das für gerecht haltet. Oder warum? Also, um das klarzustellen, für uns ist das ein Mord wie jeder andere. Zimmer ist alles noch so wie gestern Abend. Ein Messer fehlt. Gestern Abend lag es noch auf dem Tisch. Du hast mir überhaupt noch nichts erzählt über ihn. Ja, weinerlich war und voller Selbstmitleid. Und von mir wollte er hören, dass das alles gar nicht so schlimm sei, was er da gemacht hat. Das Messer könnte die Mordwaffe sein. Das werden wir ja gleich wissen, sobald der Doktor fertig ist. Ihr könnt euch mal schlau machen über das, was in der U-Haft gegen Peter angelaufen ist. Ja? Da ist das Messer. Das ist ein heikler Fall, Leo, wegen der Presse. Ist er auch der Besitzer? Ja. Können Sie sich vorstellen, dass das unter uns bleibt, wer er war? Worauf Sie sich verlassen können, ich will hier keinen Rummel. Und Sie sind der Besitzer? Es ist mehr die Dame, mit der ich zusammenlebe. Er muss den oder die Täter gekannt haben. Er hat selbst die Tür geöffnet. Hallo, Kollegen. Da hinten ist es. Hallo. 48 Stunden bin ich hier. 48 Stunden ein Angestellter. Wohnen tun wir oben. Jetzt wollen Sie von mir wissen, wann, was, wie, warum. Wann und was würde reichen? Nix. Überhaupt nichts habe ich mitbekommen. Alles Gangsterfilme, alles. Alle sehr laut. Die Welt ist so. Alles voller Gangster. Müssten Sie doch wissen. Hm? Oder habe ich keinen erstochenen Kinderschänder da hinten liegen? Und bei dem haben wir keinen Ausweis gefunden. Er ist aber mit Ausweis aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Na, den habe ich einbehalten. Na, was meinen Sie, was hier alles so passiert? Jetzt hör auf, dir Vorwürfe zu machen.
Irgendwann später wird Lina sie mir machen. Irgendwann. Ich glaube, ich liebe dich noch immer. Nein, nein, bitte nicht jetzt. Wir werden uns brauchen. Mehr als zuvor. Was meinst du, wie ich inzwischen gelebt habe? Ja, ich weiß, es ist auch wirklich entsetzlich. Ich weiß, dass es alles meine Schuld ist. Bitte, bitte, bitte. Ich werde einfach wieder hier einziehen. Nein. Nein, das kann ich nicht. Ja, warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Weil ich dich jetzt nicht so schnell ertragen kann, dass mich ein Mann wieder anfasst. Ist das so schwer zu verstehen? Du sollst doch nicht immer an die Tür gehen. Bitte. Dankeschön. Guten Tag. Und jetzt soll ich wieder gehen, oder? Ja, bitte. Ein blödes Spiel. Echt. Bitte hier entlang. Das ist mein Mann. Ich bin der Ex-Mann. Sie erinnern sich, weshalb ich gestern Abend hier war? Ja? Da war Ihr Bruder hier. Ja. Herr Petran ist letzte Nacht in der Pension erstochen worden. Ich muss Sie bitten, mitzukommen, Ihren Freund zu identifizieren. Er hatte nichts bei sich. Ja, geh. Ich kann bei Lina bleiben. Haben Sie gewusst, wo Herr Petran abgestiegen ist? Gewusst? Wie? Wieso auch? Wer hat das schon gewusst? Der Bruder Ihrer Ex-Frau. Na, ich jedenfalls nicht. Was ist denn los, Mama? Papa bleibt hier. Tschüss. Was meinen Sie, wer alles hinter dem her war? Ein Kinderschänder. In der U-Haft wollten Sie ihn schon umbringen. Und ich kann das verstehen. Überlegen Sie bitte, was Sie sagen. Sowas kann schnell ins Auge gehen. Wie meinen Sie das? Waren Sie gestern Nacht allein hier? Ja. Sonst wohnt hier gerade niemand, nur er, Petran. Dann sind Sie unser einziger Zeuge. Sind Sie aber nicht. Sie haben ja nichts gesehen und nichts gehört. Irgendwas müssen wir uns ja denken, wenn Sie nichts gesehen und nichts gehört haben. Ach, so geht das. Zum Beispiel. Wollen Sie mir drohen? Aber nein. Ach, hier geht sowieso alles den Bach runter. Ich werde wohl hier einen Puff aufmachen, aber die Dame, mit der ich lebe, will das nicht. Das Messer habe ich ihm geliehen, gestern Abend. Er hat nicht gesagt, wozu er das wollte. Brot und Wurst schneiden auf seinem Zimmer. Lassen Sie uns bitte allein. Ja, ich habe eigentlich nicht viel, Leo. Es war ein Stich, der wurde von unten nach oben geführt und hat dabei mehrere Organe verletzt. Ist verblutet. Ja? Ja, es war zwischen etwa 3 und 5 Uhr vergangene Nacht. Die Tür zu seinem Zimmer war aufgeschlossen. Der Schlüssel steckt innen. Es kann sein, dass ein Kampf stattgefunden hat zwischen Opfer und Täter. Mehr habe ich nicht. Ich muss weiter. Servus. Der Stuhl am Tisch war umgestürzt. Mehrere Täter? Hell sehen können wir noch nicht, aber wie ein Raubüberfall sieht's nicht aus. Der Koffer war leer. Den hat er feinsäuberlich ausgepackt, alles eingeordnet. Der hat sich auf länger eingerichtet. Lass mal alles so liegen, ich sehe mir das nachher. Am auffälligsten ist für mich, dass er dem Täter die Tür geöffnet hat. Bitte geh. Es ist alles schon kompliziert genug. Die Besitzerin. Wann haben Sie den letzten Gangsterfilm abgeschaltet? Das war so um 2 Uhr heute Nacht oder um 3. Dann habe ich geschlafen. Und dann ist jemand vorbeigekommen und hat den Petran erstochen. Was wollen Sie damit sagen? Was ich gesagt habe. Guten Tag.
Herr Kress, mein Kollege Riedmann, Frau Veit. Das hat sich eigentlich schon erledigt, Frau Veit. Wir haben inzwischen einen Ausweis von Herrn Petran. Wollen Sie Ihren Freund noch einmal sehen? Nein. Wollen Sie das wieder haben? Wir haben es bei ihm gefunden. Nein, möchte ich nicht. Frau Veit, Ihr Bruder wusste, wo Herr Petran abgestiegen war. Ja. Und wer wusste das noch? Nur ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das an uns hängen bleibt. Das muss nicht sein, nicht automatisch. Es werden Ihnen noch ein paar Leute mehr gesucht haben. Wann haben Sie eigentlich Herrn Petran das letzte Mal gesehen? Bei der Urteilsverkündung. Und? Was haben Sie gedacht nach dem Urteil? Dass es ungerecht ist. Dass er auf Bewährung freikommt. Aha. Eins, zwei, ha. Pass mal auf. Und eins, zwei, drei, vier. Lina. Hey. Spiel weiter. Ich will erst wissen, was los ist. Ja, also. Olaf. Olaf ist tot. Er ist erstochen worden. Ist Mama jetzt traurig? Ich glaube nicht, nein. Warum hat man Olaf umgebracht? Warum sagst du nichts? Mein Gott, Kind, das ist alles so schwierig. Die Frage ist doch, wer wusste noch, dass Petran in dieser Pension war? Und warum er seinem Mörder die Tür aufgemacht hat? Ich meine, du hast doch selber gesagt, dass er große Angst hatte. Wer konnte eigentlich noch wissen, dass Petran in der Pension war? Das hatten wir gerade. Man eben nicht. Muss der bei seiner Entlassung aus der U-Haft nicht angeben, wo er abbleibt? Konnte er nicht. Der Richter hatte ihm verboten, die Wohnung zu betreten. Am nächsten Tag sollte er sich melden wegen neuer Adresse und Therapie. Das Einzige, was uns weiterhelfen könnte, sind die Fingerspuren auf dem Messer. Ja, und das dauert. Ja. Wo ist Leo? Wollte uns nicht sagen. Ich würde ihn jetzt nicht suchen. Aber etwas wisst ihr noch nicht. Eckhard Busch, der Bruder von Jutta Veit, ist vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Wie haben Sie mich gefunden? Guten Abend. Gestatten Sie? Bitte schön. Guten Appetit. Danke. Also eigentlich bin ich ja fast schon in Pension. Das Los eines Witwers. Herr Dr. Dahlgren, war das Ihr letztes Urteil gestern? Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Was wollt ihr denn alle? Wollen Sie mir vielleicht Polizeischutz anbieten oder was? Das hat sich ja wohl erledigt, seit Petran erstochen worden ist. Was wollen Sie jetzt hören? Was hat Sie veranlasst, Petran auf Bewährung laufen zu lassen? Was soll diese Frage, Herr Kress? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch. Sie haben doch von den Morddrohungen gegen ihn gewusst. Hören Sie, ich verkehre privat nicht mit Polizisten. Und das ist ja wohl nicht im Dienst, was Sie da gerade machen. Haben Sie diese Drohungen nur billigend in Kauf genommen, als Sie ihn laufen ließen? Ach, hätte ich ihn wegen dieser Morddrohungen sitzen lassen sollen, oder was? So geht recht nicht, Herr Kress. Ich werde diese Begegnung aus meinem Berufsleben streichen. Sie sind doch froh, dass er tot ist. Wenn Sie jetzt auf Tränen warten, dann können Sie lange warten.
Ihr Auftritt wird Konsequenzen haben, Herr Kress. Bitte nehmen Sie Platz. Meine Schwester wollte, dass ich herkomme. Ich weiß gar nicht, warum. Ganz so sehen wir das aber nicht. Ich hab's dir doch gesagt. Olaf Petran hat gemeint, dass Sie ihn verfolgt haben. Sie haben Schwein, dass Sie mir gesagt haben, dass Sie gestern Abend vor der Pension waren. Ach, so läuft das. Aber ich war ja nur ganz kurz da. Lass dich nicht stören. Das ist Herr Hauptkommissar Kress. Und das ist Herr Busch, der Bruder von Frau Veit. Namt. Wer ist eigentlich Berliner jetzt? Mein Mann. Mein Ex-Mann. Hm, Ihr Ex-Mann. Was ist der von Beruf? Der arbeitet bei einer Druckerei für Zeitungen. Gestern hatte er Nachtschicht. Das haben wir gar nicht gefragt. Und Sie? Ich bin Vertreter für Textilwaren. Bin aber zurzeit arbeitslos. 10 Jahre lang war er bei einer Firma. Jetzt hör doch mal auf. Das wissen Sie doch alles. Das ist noch was. Ich weiß, Ihr Bruder ist vorbestraft. Wegen schwerer Körperverletzung. Das war eine Auseinandersetzung mit einem Kollegen damals. Den haben Sie fast umgebracht. Ja. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Jetzt wollen Sie natürlich wissen, wo ich letzte Nacht war. Das wäre hilfreich. Ich war in meinem Zimmer, in meinem Bett. Ich wohne zur Untermiete. Allein? Allein. Ich habe Ihnen die Adresse aufgeschrieben. Danke. Ja, das wär's erstmal. Von mir. Jetzt haben Sie doch nur uns. Hätten Sie keinen Grund gehabt? Wenn ich ihn hätte umbringen wollen, hätte ich Ihnen dann gesagt, dass ich bei der Pension war? Das beweist überhaupt nichts. Bringen Sie die beiden bitte runter. Also, Werner, bitte. Jetzt nicht. Leo, da war ein Anruf für dich. Unser allerhöchster Chef. Ah ja? Ist er noch hier? Nee, schlimmer. Er hat von zu Hause aus angerufen. Morgen früh um 9 möchtest du bitte bei ihm auf der Matte stehen. Ja, gut. Ja, willst du uns nicht sagen, was passiert ist? Nein. Vielleicht später. Ich habe da einen Fehler gemacht. Kann sein, dass Sie uns den Fall wegnehmen. Wir machen Schluss für heute. Moment, noch nicht. Von Eckhard Busch sind keine Fingerspuren auf dem Messer. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Mörder von Petran. Seine Abdrücke aus der Vorstrafe haben wir zum Vergleich. Ich kann nicht schlafen. Lina. Na komm, setz Sie zu mir. Na komm. Ich muss immer an Olaf denken. Jetzt hör aber auf. Lina, ich glaube, wir geben dich in eine andere Schule. Wer wir? Mama und ich. Ich komme in eine andere Schule. So? Jetzt gehst du erst mal ins Bett. Hm? Nacht. 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 Die suchen überhaupt nicht nach jemand anderem. Die haben sich auf uns eingeschossen.
Wir werden uns einen Rechtsanwalt nehmen. Du vielleicht. Ich kann mir keinen leisten. Er meint, wir brauchen einen Rechtsanwalt. Was überlegst du? Wen Petran wann reingelassen hat und warum? An wen denkst du da? Mir fällt nur seine Freundin ein. Jutta Veit. Die hat er geliebt. Und du glaubst, seine Frau würde so zustechen? Weiß nicht. Möglich. Sie sind mir richtig durchgelaufen vorne. Das passiert Ihnen öfter, ich weiß. Seine Mutter ist vorne bei mir am Telefon. Wir wissen. Oh Gott, das haben wir vergessen. Das vergisst man leicht, dass so einer auch eine Mutter hat. Ja, ich komme gleich. Das wollte ich dir noch sagen. Sie hat schon mal angerufen. Hättest du nicht mit ihr telefonieren können? Nein. Leo? Hast du uns nichts zu sagen? Nein, wieso? Sind wir den Fall los? Nein, sind wir nicht. Kommst du mal? Jo. Die Vermieterin von Eckhard Busch ist schwerhörig. Wir müssen also nicht glauben, was er uns letzte Nacht hier erzählt hat. Und wenn seine Fingerabdrücke 10-mal nicht auf dem Messer sind. Er muss nichts beweisen. Wir müssen. Ja. Seine Mutter hatten wir vergessen. Wessen Mutter? Nur seine. Petrans. Mhm. Die hat heute in der Pension angerufen aus Nürnberg. Ja, und was hat sie gesagt? Den Mord an meinem Sohn wäscht kein Regen ab. Den Mord an meinem Sohn wäscht kein Regen ab? Was ist denn das für ein Satz? Die Mutter von Petran. Er war ein guter Junge, hat sie gesagt. War er nicht. Also der Veit arbeitet in einer Druckerei. Aber da kann er eigentlich nicht weg, sagt der Schichtführer. Das würde auffallen. Eigentlich, siehst du, ist genau der Punkt. Exakt. Der Täter kann mit Solidarität rechnen. Wir sind das nicht gewohnt, das ist neu für uns. Im Betrieb wussten alle Bescheid. Na klar. Wie viel wiegen 20.000 Mark? Was? Was sind 20.000 Mark wert? Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Die bekommt Jutta Veit jetzt nicht mehr ausgezahlt. Leo will wissen, ob wir uns vorstellen können, dass Jutta Veit den Mord begangen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Jutta Veit die Einzige ist, die Petran reingelassen hätte. Naja, Messer ist nun nicht gerade ein Tatwerkzeug für Frauen. Na, das ist nicht wahr, Leo, und das weißt du. Na, dann macht ihr mal. Was ist denn jetzt los? Richter Dahlgrün gibt nicht auf. Er besteht auf einem Treffen mit mir beim Präsidenten. Wegen des Messers müsste aber nun nicht unbedingt Statistiken wälzen, ne? Na dann mach mal, wenn das deine Theorie ist. Ich mach auch. Und wie? Ich hab die Fotos. Die Fotos, die wir bei Petran gefunden haben. Da sind die Fingerspuren von Jutta Veit drauf. Also ohne das letzte Wort zu haben, kann der einfach nicht gehen. Wie meine Mutter. Ich weiß nicht. Wir sollten uns mal richtig um diesen Veit kümmern. Den Ex-Mann. Ja, dem habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Was nicht? Denn dass er nicht gewusst haben will, wo der Petran abgestiegen ist. Apparat Crest, Axel Richter. Nein, ist schon richtig. Ja, ich höre. Hm? Und wo ist der Wagen jetzt? Ja, danke, Kollege. Tschüss.
Das ist mein Wagen. Lassen Sie die Finger davon. Sie sagen uns die Stelle, an der wir lachen müssen, ja? Ihre schwerhörige Zimmerwirtin ist eine schlechte Zeugin für Sie. Ich weiß. Aber ich muss Ihnen ja nichts beweisen. Sie müssen. Da sind wir gerade dabei. Ach, wissen Sie, bei Vorstrafen hören wir immer ganz genau hin. Na toll. Hängt mir das jetzt bis an mein Lebensende nach, ja? Falls nichts mehr dazukommt. Was soll denn das? Dieser Wagen stand in einem Halteverbot, ganz in der Nähe der Pension. Um 8 Uhr morgens wurde er abgeschleppt. Nach der Mordnacht. Erklären Sie uns das mal. Also, Ihr Wagen steht vor der Pension, 2 Querstraßen weiter. Und Sie liegen in Ihrem Bett, Entfernung 5 Kilometer. Der Wagen stand schon seit dem Nachmittag da, nachdem ich Petra mit dem Wagen nachgefahren bin. Und warum stand er nach dem Mord immer noch da? Können Sie das mit dem Mord mal weglassen? Ich habe den Wagen am Nachmittag einfach nicht mehr anbekommen. Der ist einfach nicht mehr angesprungen. Wie wollen Sie ihn jetzt wegkriegen? Schieben oder was? Vielleicht macht das ja wieder. Warum sollte er? Wir sehen uns. Ganz sicher. Sag mal, wie findest du die Nummer? Ich habe schon mehr gelacht. Irgendwas hat der auf dem Kerbholz. Aber nicht unbedingt den Mord an Petra. Ich bin mir da nicht so sicher. Tja, und jetzt? Ich hab dir doch gesagt, wir müssen uns mal um den Ex-Mann kümmern. Den Veit. Axel Richter. Ja, Leo, wir müssen dir doch nicht jedes Mal einen Zettel hinlegen, wo wir sind. Ja, vielleicht doch. Dauernd ist irgendwas los. Und ich sehe nicht ein, warum das allein mich krank machen soll. Leo, du sprichst in Rätseln. Was ist los? Nein, wir haben uns um Eckhard Busch gekümmert. Also, was ist los? Ich hatte einen Anruf. Unsere Leute haben gesammelt. Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk, Polizei. Fast 40 Morddrohungen gegen Petra sind eingegangen. Wisst ihr, was das heißt? Die kriegen wir alle auf den Tisch. Aufgelegt. Was ist denn nun los? Keine Ahnung. Sag mal, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe eine schlechte Nachricht, Leo. Ja, schon egal. Die Fingerspuren von Jutta Veit sind nicht auf dem Messer. Wir haben sie verglichen. Ja, schicken wir den rauf. Du willst nicht, dass Jutta Veit es war? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen. Das habe ich noch auf dem Zimmer von Petra gefunden, zwischen der Wäsche. Ja. Guten Tag. Kommen Sie. Mein Name ist Kress, das ist mein Kollege Riedmann. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich denke, Sie wollten mit Rechtsanwalt kommen. Der musste noch aufs Gericht. Sie waren schon im Betrieb bei uns wegen mir. Ja, zwangsläufig. Zwangsläufig? Verstehe ich nicht. Wir ermitteln im Mordfall Petran gegen einen uns bekannten Personenkreis und wir ermitteln gegen einen anonymen Personenkreis. So ist das. Und ich sitze jetzt hier als Beschuldigter? Oder als Zeuge? Als Zeuge. Sie sind als Zeuge hier. Was erkundigen Sie sich dann in der Druckerei nach meiner Anwesenheit in der Nachtschicht? Weil die Grenzen manchmal fließend sind. Also, ich war in der Nacht in meinem Beruf als Mechaniker in der Druckerei. Ja. Wir suchen aber nicht nur nach Zeugen für Sie oder gegen Sie. Wir suchen auch nach Motiven.
Motive? Bei einem Mord an einem Kinderschänder haben alle das gleiche Motiv. Anonym und nicht anonym. Sie haben eins mehr. Petran hat Ihnen Ihre Frau weggenommen. Er hat nicht nur Ihr Kind zutiefst verletzt. Das ist mehr als alles, was wir sonst wissen. Ich möchte gehen. So einfach geht das aber nicht, Herr Veit. Dann werde ich warten, bis mein Rechtsanwalt kommt. Ja, tun Sie das. Darf ich die Kanzlei anrufen? Aber bitte. Hallo. Ach, hier sind Sie. Wir haben Sie gesucht. Ja, Veit hier. Richten Sie bitte Herrn Rechtsanwalt Schneider aus. Er möchte vom Gericht aus sofort ins Polizeipräsidium kommen. Mordkommission 2. Mordkommission 2. Danke. Ihr könnt ja mit Herrn Veit zusammenarbeiten. Ja, okay. Wir hätten da noch ein paar Fragen an Sie. Heilmann, Apparat Kress. Weswegen? Nein, das geht jetzt nicht. Nach nebenan, ja. Danke. Falls ihr es noch nicht wisst. Nein, wir wissen es garantiert nicht. Auch von Jutta Veit gibt es keine Fingerspuren auf dem Messer. Das ist ja alles sehr aufbauend. Ja? Mein Name ist Beate Bauer. Mein Name ist Heimann, das ist mein Kollege Herr Riedmann. Tag. Sie waren bei meiner Mutter, oder? Waren Sie das? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe noch nie mit der Polizei zu tun gehabt und dann gleich Mordkommission. Meine Mutter ist komisch. Die denkt, wenn sie nichts hört, hören andere auch nichts. Ist das normal? Ich glaube schon. Waren Sie in der fraglichen Nacht bei Ihrer Mutter? Ich war bei ihr. Sie ist über 70 und sie fühlte sich nicht wohl. Klar habe ich gehört, was sie nicht gehört hat. Um 12 Uhr nachts habe ich sein Handy gehört. 10 Minuten später hat der Busch die Wohnung verlassen. Und um 8 in der Früh war er wieder zurück. Ich bin dann gleich von dort zur Arbeit gefahren. Jetzt müssen Sie mir aber sagen, worum es geht. Ich bin neugierig. Kennen Sie das Foto? Na, guck mal, Herr Busch, gelogen hat er. Nein, ihr holt ihn noch nicht, ich melde mich. Hat denn der Herr Veit inzwischen seinen Rechtsanwalt? Der ist ganz schön hart gesotten. Na gut, bis dann, Ende. Tag, darf ich reinkommen? Ja. Ich dachte, Sie haben sich meinen Mann bestellt. Ja, der wollte nicht mit uns reden. Hallo, Lina. Hallo. Schön, dass ich dich kennenlerne. Du gehst bitte wieder in die Küche. Ach. Ja, Ihr Ex-Mann sitzt bei uns im Büro und wartet auf seinen Rechtsanwalt. Und was hat das zu bedeuten? Das wird jetzt von Ihnen abhängen. Kommen Sie doch bitte. Ja. Danke. Was kann denn von mir abhängen? Das wollte ich ja jetzt gerade klären. Wir haben Sie eigentlich überhaupt noch nichts gefragt. Zum Beispiel, was Sie in der Mordnacht gemacht haben. Was soll ich denn gemacht haben? Wir fragen uns nämlich, meine Kollegen und ich, wem Herr Petran die Tür geöffnet hat. Er hat sich ja seinem Mörder geöffnet.
Wollen Sie mir Angst machen? Und wir haben Sie nicht gefragt, ob Sie in der Nacht vielleicht mit Ihrem Bruder zusammen waren? Nein, war ich nicht. Das ist gut für Sie, schlecht für Ihren Bruder. Er hat uns nämlich belogen, Ihr Bruder. Er war in der Tatnacht unterwegs. Warum hat er uns belogen? Ja, Werner, ich bin's. Ihr holt bitte Herrn Eckhard Busch zu mir ins Büro und dann lasst ihr euch gleich einen Haftbefehl ausstellen, ja? Nein, Herr Veit bleibt da, mit oder ohne Rechtsanwalt. Ende. Ja, wie gesagt, schlecht für Ihren Bruder. Irgendwo mussten wir ja anfangen. Ich habe Sie belogen. Mein Bruder war hier. Das ist jetzt zu spät, Frau Veit. Das kann ich doch nur noch als Schutzbehauptung verstehen. Nein, bitte nicht. Sie wollen Ihren Bruder schützen. Das sollten Sie lassen, Frau Veit. Es stimmt, Onkel Eckhard war hier. Es war schon spät. Ich konnte nicht einschlafen. Ja, dann muss ich Sie jetzt fragen, Frau Veit, wo Sie waren. Hier jedenfalls waren Sie nicht. Das wird dann wohl heute nichts mehr mit Ihrem Rechtsanwalt. Dann will ich einen anderen. Bitte? Ich kenne keinen anderen. Oder ich gehe einfach. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Ich protestiere gegen diese Behandlung. Noch ist nichts passiert. Ich gehe zum Haftrichter. Bitte nehmen Sie Platz. Ich denke nicht daran. Wir haben eine ganz einfache Frage. Dann sehen wir weiter. In der Nacht, in der Olaf Petran erstochen wurde, waren Sie nicht zu Hause. Sie haben uns also belogen. Und jetzt wollen wir wissen, warum. Warum haben Sie uns belogen? Also, noch einfacher geht es nicht mit der Frage. Bitte lassen Sie das. Veit wartet immer noch auf seinen Rechtsanwalt. Vielleicht hat sich das ja auch erledigt. Aber ich glaube eher nicht. Also reden Sie jetzt oder reden Sie nicht? Ich warte jetzt nicht länger. Ich will weg hier. Na, dann verkürzen wir das Ganze mal. Bitte. Du sagst nichts. Es ist gelaufen, Wolf. Wir wollten ihn gar nicht töten. Wir wollten nur mit ihm reden. Über alles. Als er meine Stimme gehört hat, hat er aufgemacht. Und dann ist er mit dem Messer auf meinen Mann los. Ich brauche keine Rechtfertigung. Wolf hat versucht, ihm das Messer wegzunehmen. Und auf einmal hat er es im Bauch gehabt. Und dann sind wir weggelaufen. Herr Veit, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts auf Totschlag. Begangen an Olaf Petran. Es tut mir so leid, Wolf.